starkes Gewitter. Aber jetzt scheint die Sonne wieder in den Bergen bei den sieben Zwergen im Traskogebirge. Ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Manu Holzmeister. Das ist der Forest Spot aus dem Traskogebirge, nicht weit weg von der Kehle Ceauceului, auf seinem Sommerplatz. Und dieser Podcast soll interessierte Menschen dazu auffordern, mit mir in Kontakt zu treten. Wenn du mehr Wissen bekommen möchtest, was Umweltbildung anbelangt, Nachhaltigkeit, wenn du dich für Off-Grid-Leben interessierst, sicher sein möchtest, wie man bei einem Blackout reagiert, wenn du Interesse hast an Wildnispädagogik, Waldpädagogik oder Erlebnispädagogik, dann bist du hier sicher richtig. Wir suchen Menschen, die nachdenken darüber, wie man die Welt in Zukunft naturnah gestalten kann, wie man mit weniger mehr Glück und mehr Freude empfinden kann. Und deswegen habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen. Es hat bereits begonnen. Ich habe im Dubadial, im Traskogebirge, einen Motzenstall bezogen, den ich im Moment mit Planen austapeziert habe, weil es zwischen den Tram so durchzieht, dass ich sonst nie auf meine 12 Grad kommen würde. 12 bis 15 Grad hat es momentan in der Hütte, was bei weitem besser ist als im Winter. Da hat es minus 15 Grad gehabt im Zelt. Und habe das Projekt begonnen, weil es mir mein ganzes Leben schon ein Anliegen war, einfach zu leben. Das Simple Life habe ich durchgezogen. Und aus dem Simple Life Experiment, das ich vor einem Jahr begonnen habe, ist mein tatsächliches Leben geworden. Vor der Hütte liegen drei Hunde. Einer davon gehört mir, die anderen zwei haben sich mir angeschlossen. Denen gefällt mein Schäferleben ebenso. Die Anna und der Baloo. Und die Amy möchte nicht mehr zurück in die Zivilisation. Der gefällt das freie Leben ohne Halsband und ohne Leine sehr gut. So, wie ist der Ablauf des Projektes? Es gibt viel Marketing darüber, viele kurzen Videos, aber nichts Konkretes. Und dieser Podcast soll alle Fragen beantworten, die du dir vielleicht stellst, wenn du nicht interessiert bist an diesem Projekt, wird er für dich sehr, sehr langweilig sein, dieser Podcast. Und vielleicht ist es das Beste, du hörst dir die nächsten oder die vorherigen an. Aber vielleicht bist du ja interessiert und möchtest wissen, wie du hierher kommst. Es gibt viele Varianten, hierher zu kommen. Ich fahre stets mit dem Auto, weil ich die Amy, meinen Hund, mit habe. Man kann aber genauso gut mit dem Flugzeug anreisen. Da ist der beste Flughafen Cluj, Nabokka. Von dort ist es nicht mehr weit und ich bin überzeugt davon, dass es bis nach Ayud sehr gute Busverbindungen gibt. Von Ayud könnte man dich abholen oder du könntest auch mit einem Taxi hierher fahren. Der Punkt, wo wir uns aufhalten, heißt La Bucaresta No, Ferma Lui Dragoș, und ist in der Nähe von Bonoa, Ayud, in Dubadial. Man findet auch Ceaucel in der Nähe. Also wenn du das auf einem Map suchen möchtest, dann ist das der richtige Punkt, nach dem du suchen kannst. Oder du suchst die Kehle Ceaucelului und von dort gehst du Richtung Osten ungefähr 100 Meter und wirst den Platz finden, wo das Projekt ist. Zugelassen sind 8 Personen pro Tag, das heißt über den ganzen Sommer über. Im Frühling beginnen wir schon, wie gesagt, und es endet, wenn der Schnee kommt und es zu kalt und zu ungemütlich wird.
Im Moment ist es sehr gemütlich hier, es ist sehr, sehr warm am Tag, die Sonne brennt hierher, es ist ein sehr sonniger Platz, der Projektplatz, und die Nächte sind kaum mehr unter 0 Grad. Das heißt, für einen Menschen, der sich gern im Freien aufhält, ist das kein Problem mehr, hier auch in einem Zelt zu schlafen. Wobei wir beim nächsten Punkt wären: Nächtigen musst du in deinem Auto, deinem Zelt oder in einem Caravan oder einem Jeep oder einem Bus, mit was auch immer du kommen willst, solltest du nichts dergleichen haben. Wir haben hier Zelte zur Verfügung, also an dem soll es nicht scheitern. Für diesen Workshop gibt es kein Geld. Ich muss das von Anfang an widerlegen. Es sind Gerüchte aufgetaucht, dass man über das AMS hier praktisch 3 Monate verbringen kann. Das ist nicht in unserem Interesse, auch deswegen nicht, weil dieser Workshop ein Workshop ist, wo man seine Arbeitskraft gegen den Aufenthalt hier und ein paar Stunden Tätigkeit am Tag eintauscht. Eine Art Work and Travel Project. Gut, wir suchen Menschen, die sich auskennen beim Zimmern, beim Mauern. Wir suchen Menschen, die wissen, wie man Kabeln richtig verlegt oder vielleicht einen Ofen baut. Vielleicht kennst du dich aus beim Bauen von Jurten, Tipis, Schwitzhütten oder dergleichen. Es gibt hier auf der Farm ein riesengroßes Glashaus, das man bestücken sollte. Das heißt, wenn du Interesse hast, dich in der Landwirtschaft zu betätigen, dann bist du bei diesem Projekt auch richtig. Noch dazu werden Menschen gesucht, die sich für die Forstwirtschaft interessieren. Hier werden noch mit Ochsen und Pferden die Baumstämme aus dem Wald gezogen. Das heißt, es werden viele Menschen benötigt, um den Vorrat an Holz für den Winter zusammenzubekommen, wobei die gefährlichen Tätigkeiten natürlich von dem Betreiber selbst durchgeführt werden, um hier keine Probleme mit der Haftung zu bekommen. Menschen, die sich für Woodcraft interessieren, Künstler, Musiker, kreative Personen sind ebenfalls herzlich willkommen. Man munkelt hier, dass 2 Feste stattfinden, eines im Juni, eines im Juli. Von einem weiß ich ganz sicher, dass es stattfindet. Das ist im August, und zwar am Ende August. Das wird mein Geburtstagsfest sein. Das wird eine Art Tanz-, Schamanen- und Indianerparty, wo wir ganz viel in Richtung dieser Themen machen. Das heißt, wenn du Interesse hast an all diesen Themen, dann kontaktiere am besten mich unter der Telefonnummer +43 676 5735 061 oder schreib mir ein E-Mail unter holzmeistermanuela@gmail.com. Das Holzmeister Manuela, alles in einer Wurst zusammengeschrieben. Ich bin gerade dabei, die Homepage zu überarbeiten und möchte auch dort Informationen zum Projekt bekannt geben. Allerdings ist das noch nicht fertig. Wenn es dann fertig ist, kannst du diese Informationen entweder unter www.manuelaholzmeister.com oder www.forestbot.at abrufen. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass es dir in deinem Leben auch so gut geht wie mir im Moment. Denn mir geht es sehr gut. Die Tiere um mich wirken sehr, sehr glücklich. Es ist alles sehr still hier. Die Sonne scheint mir in die Hütte. Und es wird Zeit für einen Abendspaziergang im Frühling. Man riecht das frische Gras schon. Sie können sich bei dieser Stille entspannen. Und ich kann dir nur einen Tipp geben für dein Leben: Weniger ist mehr. With less consumption, do more freedom. Und wenn du jetzt immer noch dabei bist bei deinem Podcast, dann solltest du mich vielleicht kontaktieren. Baba und bis bald.